So, und da bin ich gerade irgendwie rausgeflogen, gerade eben. Bei dem CD-Umlegen. Das war ja heiß. Keine Ahnung, was sie da hatten. Was es für Probleme gab. Jetzt müssen wir nur die Punkte halt nochmal neu reinkloppen. Aber naja, das geht schon. Irgendwie merkwürdig immer. Weil er gerade sich wirklich geweigert hat, die CD zu lesen. Und dann bin ich irgendwie ins Menü zurückgeflogen, in Anführungsstrichen. So, ja. Wir hatten ja den Harrier mit hier. Oder Argus? Ah ne, wir hatten Mattock. Das Mattock-Gewehr mit. Tja, gut. Dann... Ach, ich bleib einfach auf dieser Konfiguration. Ist doch auch nicht so schlimm. Dann erhöhen wir jetzt einfach nochmal Nova. So, und da hatten wir das hier. Subi. Und Edi hatte Überlastung. Den Schaden. Und die unabhängige KI war dann auch nochmal. Hatten wir die nicht? Ach, was ist nicht was, was wir gemacht hatten. So, ist jetzt auch wurscht. Und, na toll, jetzt habe ich Garrus vergessen. Ach, egal. So, ist jetzt wurscht. Hui. Schöner Ladebildschirm auf jeden Fall. Sieht gar nicht wie ein Ladebildschirm aus. Würde man zumindest nicht vermuten. Wenn da nicht lädt in der Ecke unten stehen würde. Jetzt hast du aber langsam mal genug geladen. Du olle Kackbratze, das gibt's jetzt aber nicht. Finde ich nicht gut. This crash site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, ma'am. Praetorian Commander, what happened here is... Let's just say the Turian Code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, ma'am, but the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Da hat's gerade irgendwie gehakt in der Zwischensequenz. Keine Ahnung wieso. Tut mir auf jeden Fall leid. Okay. Did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant! I need you to fire a flare, so I can find your position. Ah. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying. This sounds bad. Let's move. Gut. Dann gehen wir mal los. Sieht ja wirklich nicht schön hier aus. Vor allem, wie sind die denn hier ab... Wieso haben... Nee, das ist aber typisch hier. Das sieht immer schon so aus. Weil ein Schiff kann wohl kaum hier alles so kaputt machen, die gesamte Landschaft. Tja. Lieutenant Victus ist da vorne. Na gut, dann beeilen wir uns mal, ehe der noch irgendwie eine Kugel in den Bauch kriegt oder so. Okay, wie machen wir das? Mit der Sniper oder mit via Sturmangriff und... Da möchte ich gerade aber vorher mal gucken. Wir haben Schockwelle, nee, Nova, derzeit auf LB. Okay. Gut. Okay. Dann hau ich jetzt einfach mal... Sturmangriff und dann LB rein, nicht wahr? Ja, gut. So, da fliegen sie. Okay, sind sie alle tot? Ja, super. Besser kann es doch gar nicht gehen. Okay. Dann hoch da. Und was haben wir hier? Da vorne ist Lieutenant Victus. Und da ist Munition, die ich nicht brauche. Das ist ja gemein.
Hm, die Armen. Guck mal da. Tempest. Mal kurz gucken. Einfach nur mal Interesse halber. Die ist garantiert nicht besser als unser schöner Punisher. Aber man weiß ja nie. So. Da ist der Tempest. Und ja, ein bisschen weniger wiegt's. Feuergeschwindigkeit ist ein bisschen höher. Und die Präzision ist ein bisschen höher. Aber das bringt mir nicht sonderlich viel. Ich feuer sowieso lieber auf Close Range. Okay. Tja. Der Schaden ist mir jetzt so viel wert. Hm. Kapazität, es geht leider runter. Hm. Tja, gut. Da überlege ich jetzt gerade schon wieder. Tja. Nee, nehmen wir ruhig die Tempest jetzt erstmal mit. Einfach zum Ausprobieren. Okay. Ich sehe keine Gegner, heißt wir können durchaus... Ja. Voranraschen. Okay. I have a visual on the enemy. And there's an escape pod just beyond. Looks like the Turians are in tough. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Okay. Gut. Ich würde erstmal sagen, ich schicke meine Gruppenkameraden nach da vorne. Und da vorne. Und renne dann selber da hinten rüber. So, den hätten wir. Und jetzt springe ich mal gerade darüber. Bam. Ach, Scheißdreck. Was war denn das? Haben wir uns in die eigene Wand wieder rein teleportiert? Ist noch eine Eier da. So. Ach, hey. Das war gerade schlecht. Oh. Wen sehe ich denn da? Ist jetzt aber nicht schön. So, da können wir doch gleich mal Überlastung drin ausprobieren. Willst du mich verarschen? Achso, ja, stimmt. Tja, gut. Hau mal Verbrennung drin. Vielleicht macht es ein bisschen mehr Schaden. Glaube ich zwar nicht. Ja, jetzt komm her. Hey, bleib hier! Mistviech! Okay. Gut. Habe ich kein Problem mit. Kann man hier rüber? Ah, da hinten geht's hin. Okay. Aber waren noch so wenig Gegner? Ich weiß nicht, wieso die damit nicht zurechtgekommen sind. Ach, da vorne ist Lieutenant Victus. Gut. Keep moving. We need to find the main crash site ASAP. Okay, hier liegen noch mehr Leichen rum. Tja. Okay, hier gibt's weiter nichts. Hab gerade wieder irgendwie rumgeguckt, ob es da irgendwas zu finden gibt. Ach, guck mal. Eine Faisten? Keine Ahnung. Ein turianisches Gewehr auf jeden Fall mal. Mal kurz geguckt. Wo ist es denn? Ach da. Ja, sieht ja interessant aus. Hat eine hohe Kapazität. Ein bisschen weniger Gewicht. Ziemlich viel Schaden, ziemlich hohe Präzision. Aber Feuergeschwindigkeit ist halt ziemlich lahm. Ist eher so eine Art Sniper. Okay, dann bleiben wir ruhig mal lieber bei dem, wo wir gerade sind. Muss ich ihm direkt zeigen. So. Mass Effect. Danke sehr. Mann, dieses Laden teilweise. Da war ich sogar Datenstation und so ein Kram. Ist doch alles drauf. Ultraleichte Materialien 2. Das ist ja schön. Braucht man auf jeden Fall mal. Weil, das kann man immer gebrauchen. Oh. Wer grunzt denn da? Sehe ich irgendwen? Ich frag mich, wie die Gegner gleich kommen. Okay. Darüber rollen.
schön in Deckung bleiben. Ich mache jetzt hier gerade mal den Stealther. Okay. Sehe ich da wen? Ah ja, da sehe ich wen. Ich glaube, da nehmen wir gerade die Sniper. Ich verteile mal ein paar Headshots. Bleib stehen. Hey, bleib stehen. Komm hoch. Was war denn das bitte sehr? Ich dachte, der wäre sofort Matsch, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich noch nicht weitergeschossen. Das ist keine Sau. Hey! Was machst du denn hier? So. Noch einer da? Oh. Dieses Ding da vorne ist gut, glaube ich. Darauf zu treffen. Ja, ja, ist klar. Die machen auch nichts. Sind doch nur ganz lieb. So, aber viel machen tut er wirklich nicht. Hey! Nicht wegfliegen! Bleib hier! Tschüss! Der hat wirklich gar nichts gemacht. Ich bin entsetzt. Wo? Crash Site? Hier geht's gar nicht lang. Okay, wo lang, Edi? Da lang, okay, gut. Such gerade nochmal die Gegend ab. Entschuldigt mich, Leute, ihr könnt doch schon alles machen da drüben. Ich habe euch doch super ausgerüstet. Ihr solltet doch hier eigentlich die Oberpros sein. Braucht doch nicht meine Hilfe. Ich suche derweilen hier einfach nur Upgrades. Nö, hier ist aber nichts. Das ist ja gemein. Schade. Ach doch, habe ich da gerade was gesehen? Nee. Nee, das waren diese komischen Drahtdinger. Ja, gut. So, sehe ich da was? Nee, da sehe ich nichts. Hier runter da. Da kommen doch sicher gleich Gegner. Shepard here, what's your status? Na, jetzt nimm das Ding nochmal auf.